Aber ich muss sagen, im Moment läuft das Spiel auch wieder überraschend flüssig. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Dann fängt es später oder gleich wieder an zu laggen, wahrscheinlich. Herein da. Gut. Filler. Und die Engine. Dann brauche ich noch mal Cobblestones. Und dann wieder da hoch. Scheiße. Gib mir meine Landmarks wieder. Wo sind die? Anna liegt da. Hier ist jetzt ein Landmark. Ach Gott. Ich könnte jetzt mal so machen, um hier rauszukommen. Wisst ihr was? Das Rumgeschwimme kostet gerade einfach nur Zeit und nervt. Ich mache das jetzt einfach mal kurz. Tut mir leid, dass ich hier jetzt fliege, aber... Ich denke mal, in dem Moment, weil das wirklich, wirklich, wirklich einfach nur nervt, werdet das mir verzeihen. Ist das schon wieder? Oder noch ein Landmark runter? Da muss ich jetzt noch mal kurz gucken. Ich hätte doch 4. Nee. Dann ist halt einer weg, egal. So, aber diesen Flugschied, den werde ich jetzt einfach mal nicht mehr benutzen. Wie gesagt, das ist nur mal kurz, weil das hier extremst genervt hätte. Obwohl, ich muss mir, glaube ich, nochmal Landmarks machen oder die da rausholen. Hoch hier. So, diesmal aber richtig. 1, 2 und da drüben. Ach, der ist noch da dran. Dann Rechtsklick machen. Genau. Jetzt kontrolliere ich hier mal. Jetzt müsste das... Aha. Exakt. So sollte das aussehen. Und wenn ich da jetzt den Fehler dran mache, habe ich genau das, was ich wollte. Landmarks kommt her. Ist er da drüben jetzt auch ins Wasser gefallen? Nein, scheinbar nicht. Jetzt versuche ich erstmal an die Leiter da dran zu kommen, damit ich gar nicht erst da unten in diesen Schacht runterkomme. Hat sogar geklappt. So. Dann dürfte da aber irgendwo, genau da liegt er. Und ich habe wieder mal 4 Landmarks. Ist doch toll. Jetzt muss ich mal gucken, ob das auch mit einem Landmark funktioniert. Landmark dahin. Aktivieren. Einen runterbauen und... Filler. Nein. So klappt das natürlich nicht.
Dann müssen wir das doch so machen. Und dem hier gebe ich eine Redstone-Fackel. Ich muss mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Ich müsste nämlich mal pinkeln. Ganz gravierend. So, der setzt eine Redstone-Fackel. Und der hier kriegt Cobblestones. Aber da muss ich gleich nochmal was gucken. Ich muss jetzt erstmal kurz pausieren. Bis gleich. So, ich habe die Pause auch gleich nochmal genutzt, um zu gucken, wie lange ich aufgenommen habe. Das waren jetzt 50 Minuten, also knapp 4 Parts. Ja. Aber ich muss jetzt mal gucken, wie ich das Ganze jetzt austüftle. Dass die das Ganze dann auch richtig organisieren. Das heißt, hier ist erstmal nicht runterfallen und den ganzen Kabel abbauen. So. Naja, es ist wie gesagt ein bisschen Tüftelarbeit. Und das mit den Richtungen, wo und wie die bauen und wo und wie die abbauen, da habe ich noch keine festgelegte Regel gefunden, deswegen muss ich das auch jedes Mal neu ausprobieren. Denn ich glaube, das hier war sogar schon Mist, dass ich hier nur diese zwei Blöcke gemacht habe. Und es wird dunkel, das heißt, ich legge mich hier mal wieder nach Hause. Und muss dann mal gucken, wie ich das Ganze gleich mache. Ich habe schon wieder Hunger. Hab doch vorhin erst was gegessen, diese leckeren Steaks. Und ich könnte mal ein paar Kühe nachzüchten, aber auf die Idee komme ich ja nicht. So, da ins Bett. Und irgendwie das Grobmatron, das ist hier scheinbar absolut fehl am Platz. Also beziehungsweise das nutze ich absolut gar nicht. Was? Die Seeds lasse ich hier jetzt einfach mal liegen. So, das Seedpack. Ich hoffe auch mal, dass da irgendwas anderes gekreuzt wird. Nicht, dass da immer nur Dingsbums rauskommt. Warum läufst denn du hier eigentlich noch? Du hast doch nichts mehr zu tun. So, den lasse ich jetzt mal nicht laufen, weil ich keine Kapseln mehr habe. Ja. Jetzt geht's wieder rüber. Ich habe doch hier gerade Getreide. Habe ich nicht abgebaut. Aber wisst ihr was? Ich werde noch mal ein bisschen mehr Getreide anpflanzen. Samen. 31. Und zwar hole ich hier jetzt einfach mal das ganze Flachs weg. Da wächst irgendwas. Ich habe den doch extra weggeschmissen. So, zack. Zack, zack. Das abbauen. Das Pflanzen überall. Ah, so.
Samen wieder weg, die Samen weg. Drei Getreide. Würde für ein Brot reichen oder zwei Getreide für eine Kuh. Da mache ich mir dann lieber meine neue Kuh draus. Du und du. Na, geht doch. Gut, und dann da drüben mal gucken. Und wo habe ich meinen Cobblestone? Habe ich nicht mehr so viel. Und ja, es ist übrigens Absicht, dass ich hier Cobblestones verwende, denn dann kann ich das Ganze schön mit einer Diamantpipe in die richtigen Richtungen lenken. Werdet ihr dann alles sehen, wenn das Ganze fertig ist. Ich muss hier jetzt nur irgendwie nochmal hochkommen. So, da jetzt die Engine dran. Eine reicht. Und da ich mein Lever vorhin weggeschmissen habe und nicht wieder aufgesammelt habe, und weil ein Lever so teuer ist, ne, mache ich mir da einfach mal noch einen. Baue mich hier mal hoch und gucke zu. Wie macht der das jetzt? Natürlich genau entgegengesetzt der Richtung, was er soll. Aber kann ich auch nichts dran ändern, dann muss ich halt das Ganze dementsprechend anpassen. Obwohl, wenn der genau einen Cobblestone zu wenig hat und der da drüben das Ganze dann am zweiten Block platzieren kann, dann reicht das doch eigentlich. Ich werde aber, glaube ich, auch nochmal mit einem Wireless-Vieh arbeiten, also Wireless-Transmitter und Wireless-Receiver. So, der ist jetzt ausgegangen. Muss ich mal gucken, wie viel braucht der? Mache ich das mal so. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6. Sechs, acht, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 42, 43. Cobblestones muss ich da drin haben. Das reicht nicht. Aber ich muss jetzt sowieso erstmal gucken, den hier abbauen. Den hier abbauen. 43, das will ich mir sowieso nicht merken können. Sekunde mal, ich habe hier irgendwo bestimmt ein Zettelchen. Was bist du? Dich kann ich benutzen. So, muss ich mir hinterher nur merken, dass ich mir das da aufgeschrieben habe. Gut, dann kommst du mal da dran. Wenn dann nämlich der hier fehlt, setzt du die Fackel dann da drüben hin? Hoffentlich. Wo ist mein Lever? Da ist mein Lever. So, und Holzkohle rein und anmachen. Jupp. Gut, das funktioniert so. Beziehungsweise was heißt
Ich nehme hier jetzt einfach mal alles raus, denn wenn die Maschinerie da drüben, die Erntemaschine, wieder anfängt, das Ganze abzubauen, dann habe ich ja genau die Menge, die ich brauche. Das ist hier der Sinn des Ganzen, dass sich das Ganze selbst managt. Es ist die Engine darunter gefallen. Hol ich mir die erstmal wieder. Komm her, Engine. Danke. Dann gehen wir da wieder an der Leiter hoch. Und dann muss ich gleich mal gucken, was ich als nächstes in Angriff nehme. Ich brauche nochmal zwei Combustion Engines und ich brauche die ganze Verkabelung, die dahinter steckt. Das heißt, wie gesagt, da werde ich wohl nochmal mit einer Dingsbums arbeiten. Mit einem Wireless-Pärchen.